Damit einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal auf YouTube. Ja, es ist soweit, wie ihr schon seht. Es geht um die Gusterbox. Ja, die ist mir ziemlich früh angekommen. Wow. Freu. Die Box hatte ich jeden Monat selber. Wird also nicht gesponsert. Die kostet 15,99 €. Für neue Kunden, und weil ich ja schon länger Kunde bin, zahle ich nur 14,99 €. Weitere Informationen gibt es in den Infovideo-Beschreibung. Da gibt es einen Link zur Seite, wenn ihr auch eine haben möchtet. Jeden Monat kündbar. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich freue mich auf jeden Fall, das herauszufinden mit euch zusammen. Wie gesagt, Unboxing-Messer ist am Start. Immer vom Körper weg, da kann nichts passieren. Jawohl. Drei Schnitte und schon sind wir. Ist das Paket offen? Ah, ich muss noch mein Handy nehmen wegen den Taschenrechner. Jo. Dann machen wir mal auf und freuen uns. Die ist nicht gerade leicht, also müsste auch ein paar Getränke dabei sein. Hier sind Spoilerkarte, hier sind Werbung. Die tun wir mal. Da ist die Karten. Also die Werbung tun wir mal eben hier hin. So, dann fangen wir mal an. Als erstes haben wir was von Boco. Hä? Bocconcini Milchcreme Central. Hört sich italienisch an. Puff Patri Fry White Milk Creme. Also gefüllte Kekse mit Milchcreme. Hm. Mal sehen, wie die schmecken. Soll ja mal etwas probieren. Ne? Entschuldigung, wenn es so knistert, das gehört halt dazu. So, dann stellen wir die mal kurz zur Seite. So sehen die leckeren Dinger aus. Hm, duften auf jeden Fall. Hm. Lecker. So ein Blätterteig ist das. Hm. Sehr lecker. Hm. Deliziös. Dann haben wir als nächstes. Hm. Ein alter Bekannter kommt auch gleich wieder. Also als nächstes erstmal neu. Snacks Naturchips Barbecue. Not friend, nur fritti. Also nicht frittiert, sondern im Ofen gebacken. So was hatten wir ja schon mal letzten Monat, glaube ich, drin gehabt. Nur eine andere Sorte. Das ist diesmal mit Barbecue. Hört sich gut an, aber ich mache nicht alles auf, weil. Das muss ja schnell weggegessen werden. Natur. Mhm. Ohne Palmöl. Sehr gut. Sehr lecker. Noch ein Kräuterdip dazu. Passt. Jetzt kommen wir zu den alten Bekannten. Die Mutti ist wieder dabei. Tomatenmark zweifach konzentriert mit Gemüse. Enthält 400 Gramm frische Tomaten. Die gute Mutti ist wieder dabei. Oh, ist ein bisschen angedellt, aber ist nicht schlimm. Ist halt eine Tube. Passiert. Hm, die gute Mutti. Hat man schon lange nicht mehr drin gehabt. Letztes Mal hatten wir auch was mit Tomaten, aber das war nicht von Mutti. Das war eine andere Hersteller. Die nehmen wir mal da rein. Als nächstes haben wir. Müsste Tee sein, ne? Hm. Taste Mai Italy, biofrische Tee. Zitrone, weißer Hibiskus, Basilikum. Hört sich interessant an. Biofrische Tee. Tee, ja. Hm. Sehr, sehr schön. Endlich wieder mal Tee drin. Steht da irgendwo eine Adresse, wo das herkommt? Italien oder. Ja, nach Italien.
Nimm ganz entspannt einen Schluck, schließe die Augen und geh mit mir auf die Reise nach Italien. Lecker Tee, kann man mal gut gebrauchen. Dann haben wir als nächstes nochmal Tee. Manuka Honig Zemon-Müster. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Bio-Kräutertee. Gleiche Marke, also gleiche Firma. Weiße Wiesen im Hintergrund, der Berg des George des Meers, Gesang des Meers, freundliche Menschen mit Rucksäcken auf den Rücken, der Geruch nach Zitronen, Müsten, der sich immer nie die meine Nase geschlichen hat. Ja. Lecker, lecker, also Manuka Honig, Zemenomyst, oder wie das heißt. Ich weiß es nicht. Manche Wörter sind sowas von Zungenbrecher. Dann haben wir als nächstes was zu trinken. Hohes C-Immunwasser mit Vitamin C und D. 3 Kalorien pro 100 Milliliter. Und da sind 0,75 drin. Immunwasser. Was es nicht alles gibt. Vegan. Ja, also klar, Wasser ist doch immer vegan. Probier das mal. Ich glaube, die Kohlensäure müsste das versetzt sein. Ich gebe auch stilles Wasser. Ich habe ein kleines Glas hier. Machen wir hier alles rein. Habe auch gerade Durst. Das passt ja perfekt. So sieht es dann aus. Zum Wohl auf euch. Und nur ganz leichter Sprudel. Also Medium. Aber lecker. Limette Ingwer. Ja, der Ingwer, der kommt ganz leicht durch. Ein ganz kleines Kitzel am Hals. Sehr lecker. Ich mag sowieso Ingwer. Mögt ihr auch Ingwer? Schreibt es in die Kommentare. Ist ja gut gegen Erkältung. Schönes Papier. Dann haben wir als nächstes 2 Tafeln Schokolade. Sarotti. Berlin 1852, für Ecuador. 60% Kakaoanteil. Vegane Rezeptur. Mild. Und dann haben wir einmal mit 70% Kakao. Sehr, sehr lecker. Ist auch sehr gesund. Je höher der Kakaoanteil, umso weniger Zucker ist drin. So eine Tafel wird garantiert auch so 1,20 bis 2 Euro. Und den Drehkosten. Wir werden ja gleich sehen in der Spoilerkarte. Sehr, sehr gut. Schokolade geht immer. Tut ihr die Schokolade im Kühlschrank oder tut ihr im Zimmertemperatur essen? Schreibt es in die Kommentare. Also im Sommer tue ich die ganz gerne im Kühlschrank. Dann haben wir als nächstes, bevor ich was Falsches esse, Falsches sage, ja, gerade noch was zu trinken, aber nein. Tommy Fresh French Dressing mit süß-fruchtigen Tomaten und Meersalz. Also ein Dressing für einen leckeren Salat. Von Tommy. Hier kommt der Genuss. Bing! Ah, geht man noch von früher aus der Werbung. Mit natürlichen Zutaten. Ja, nicht schlecht. 350 Milliliter. Würde auch so eine 2 Euro kosten. Bin mal gespannt, ob ich recht habe. Ich stelle mal auf den Boden, bevor die runterfällt und kaputt geht. Das wäre natürlich schade, ne? Dann haben wir als nächstes Tikka Curry Paste Medium. Also eine Paste fürs Fleisch zum Marinieren. Hat man auch schon was in der Richtung schon mal drin gehabt, aber auch schon länger her. Eine Curry Paste. Also wenn euch ihr mal so der thailändische Curry-Topf macht mit Reis, dafür ist er sehr gut geeignet. Nehmen wir mal da ein.
Dann haben wir als nächstes was zu trinken. Original Bitburger Fassbrause Orange, glutenfrei mit Vitamin C, B6 und B12. Die lasse ich auch zu, weil die muss ja kalt sein und es ist gerade hier Zimmertemperatur. Ja, auch wieder mit Pfand. Mit dem neuen Pfandsystem ist dann auch mittlerweile auch Pfand drauf. Pass auf, demnächst kommt noch auf Milch Pfand drauf. So wie die manchmal da oben da eine Schraube locker haben. So. Ich glaube, da kommt schon das letzte Produkt. So, das war es dann schon mal hier mit. Die Kiste kann hier hinten hin. Dann haben wir eine Curry-Gurken-Relish. Exotische Stücke, stückiges Gemüse, Chutney. Kenne ich auch so nicht. Spreewald, Feldmann. Ein Chutney. Wozu braucht man die so? Zutaten. Nach Öffnen, Kühl lagern. Zum Grillen und Verfeinern und Dippen. Ah ja. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so Tortilla-Chips habt, damit könnt ihr es dippen. Ein Beispiel. Ja, das war die Box. Mal sehen, was es jetzt für Werbung gibt. Matilda Vincenzi. Feingebäck. Der Blätterteig-Sortiment von Matilda Vincenzi. 192 dünne knusprige Schichten aus feinem Blätterteig mit Butter. Ja, das stimmt. Das hat mal rausgeschmeckt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Sorten. Wie Marmelade und wie Schokolade. Also schöne Sache. Dann könnt ihr noch die Codebox vorbestellen für 15 Euro. Mittelversand. Degusta Cold. Wenn ich nicht vergesse, tue ich auch einen Link in der Videobeschreibung. Limitierte Auflage und die lohnt sich. Ich habe schon eine mal gehabt. Also das ist eine super Box gewesen. Dann haben wir noch was von hier. Oh, der Adventskalender ist da. Dein Adventskalender. 35,99 im Wert von über 50 Euro. Vielleicht bestelle ich mir dieses Mal den Adventskalender von Degustabox. Dann wollen wir mal starten. Also die kostet 15,99 inklusive Versand jeden Monat kündbar. Dann wollen wir mal schauen. Was habe ich gesagt? Die Tafel Schokolade 2 Euro. Richtig gelegen. 1,99 € mal 2, weil ja 2 Tafeln drin sind. 1,99 €. Bitburger Fassbrause 59 Cent plus die Pfand. Dann die Schnäz Naturchips. Oh, 1,89 €. Wie viel Gramm sind da drin? 75 Gramm. Normal sind da so 200 Gramm drin. Hohes Seewasser, Immunwater, ein stolzer Preis für Wasser, 1,39 €. Mit Pfand dazu noch. Dann haben wir die von Mutti, die zweifache Tomatenmark, 1,59 €, das finde ich in Ordnung. Die Tomatenmark, kannst auch mehr bezahlen. Dann haben wir den leckeren Tee, auch stolzer Preis, 2,59 €. Teekanne kostet so 1,99 €. Teja Taste mit New Zealand. Oh, aus Neuseeland kommt der andere. Aus Neuseeland kommen die. Und der andere Tee kostet auch nochmal 2,59 €. New Zealand. Dann die Tomi Dressing 2,19 €. Ja. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Doch. Ah, hab was vergessen. Zwei Sachen. Matilda Vinci 1,99 €, also die Kekse. Und die Spreewald kosten 1,59 €. Gucken, das habe ich, das. Die Paste muss noch dazu gerechnet werden von 1,99 €, das ist teuer. Für so eine Paste.
So, da habe ich alles. Somit haben wir einen Wert von 22,79 €. Zieht man die 15,99 € ab, haben wir eine Ersparnis von 6,80 €. Ja, was meint ihr? War das wieder eine gute Box? Aber mir hat sie gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Däumchen, ja ein Träumchen, ein Abo, falls ihr noch keins da gelassen habt, kostet euch nichts. Die Glocke aktivieren, da verpasst ihr nie wieder ein Video. Und ich bin regelmäßig auf Twitch TV am Streamen und zocke verschiedene Games. Für jung und alt. Link auch in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir uns mal im Chat sehen. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen über meine Person oder über den Beruf, wie ihr wollt. Somit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, mach's gut, bis zum nächsten Mal.